So, olive oil, believe. Drei Minuten, geht's los. Alle ruhig. Machen die Augen zu. Schnuppert langsam lautlos ein und aus in eurem Tempo. Und gerade steht niemand lehnt an. Lehnt nicht an, es geht um Spannungsaufbau, nicht entspannen jetzt. Alle stehen an. Alle stehen. Schauen. Являясь участником самых масштабных музыкальных фестивалей. Итак, мы встречаем Кнабенкантерей Базель, Швейцария, художественный руководитель Оливер Рудин. Also vor allem dann, wenn so ganz große Konzerte kommen, so irgendwie, also so, wo viele Leute kommen. Und dann weiß dann alle Lüge auf dich und dann ist mir halt ein bisschen sehr nervös. Kein falscher Ton singen. Das finde ich sozusagen eigentlich das Schwierigste. Ich denke, die Anspannung hilft auch ein wenig. Auf die Ferse zu sein, also aufzupassen. Also wirklich aufgeregt zu sein, das kann auch schon helfen. Man präsentiert etwas, was man einstudiert hat über lange Zeit. Und das Ziel ist, glaube ich, dass alle Leute glücklich aus dem Konzert rausgehen und sagen, hey, das ist super gewesen. So einfach einmal schnaufen und dann anfangen. Dass man jetzt hier gerne sicher machen oder so. Darum habe ich mich einfach allgemein auf Konzertreise gefreut. Man weiß nicht wirklich, was passiert vor der Reise. Also es ist immer wirklich eine Überraschung und es macht immer Spaß. Ich verstehe mich super mit meinen Kollegen hier. Und zusammen so eine riesige eigentlich Abenteuer dürfen zu erleben, das freut mich schon sehr. Jetzt so im Konzertchor habe ich irgendwie das Gefühl, als wäre ich so eine richtig große Familie. Und ich würde sagen, das Wichtigste bei der KKB ist, dass alle so zusammenhalten müssen. Und dann können wir auch gute Konzerte machen. Es ist nicht wie jedes Hobby zum Beispiel, es ist halt schon anders. Und ich fühle mich da wohl. Es ist einfach toll, mit anderen Leuten zu singen, die dann auch so gut sind. And now for the exhibition. It's known for the events which took place here on the 3rd of March 1918.
Wir sind jetzt schon irgendwie in Norwegen oder in Tschechien und in Weißrussland. Es ist halt schon etwas ganz anderes und das spürt man auch irgendwie. Die Reise, die wir machen, das ist eine unglaubliche Erfahrung. Vor allem, wenn man dann noch in eine Gastfamilie geht und wirklich hautnah die Kultur von hier erlebt. Das ist etwas, was man, glaube ich, noch immer anders nimmt, nicht unbedingt so hat. Bei unseren Gastfamilien sind halt auch ärmer und sie leben in so Blöcken, also fast überall sind Blöcke. Bei ihnen ist alles ein bisschen anders. Natürlich die Sprache und das Essen. Bei denen gibt es zum Nacht Pfannkuchen, wo man irgendwie gefrorene Heidelbeere, Mayonnaise oder Zucker drauf tun. Also bei mir war es bis jetzt immer sehr lustig, also immer tollen Gastfamilien. Die ist dann auch wirklich toll, also in die Kultur reinzukommen und hier drüber zu lernen, wie es hier in Weißrussland ist. The next song is really important in our program. We show you it's the song Our Father. So our program is now about peace and war in the beginning, and like a butterfly in the second part, it's opening up and lightening up. We sing Oche Nasch in French in a Swiss version at the beginning, and at the end we sing Oche Nasch again, but in African language. Direct, okay, direct all three, four. Okay, when we sing it again and later you can just follow, and if this part comes you can just join us. Okay. Miss Mami hat dann kommen, hast du schon nicht stimmt, ich schicke mir mal halt dort an und schnuppern. Zuerst habe ich natürlich gar nicht wollen. Also singen hat einfach Spaß gemacht. Und dann bin ich halt ganz fröhlich rausgekommen. Ich war im Grundkurs zwei Jahre und dort habe ich schon Freundschaften geschlossen und habe Spass gehabt dort. Und dann in einen grossen Chor zu kommen, ist halt vor allem die ersten Proben sind wow, so die grossen hinten zu sehen. Und jetzt gehöre ich zu den grossen und denke so, denke das Gleiche, wenn sie in den grossen Chor kommen. KKB, es hat mich schon ein bisschen Sachen gelernt, die ich dann nicht in der Schule, lernen würde. Es gibt einfach so immer solche magischen Momente, die man, die einfach wahrscheinlich sehr lange hier mein Herz bleiben werden. Also,
very much. Thank you. Thank you. Would you be so kind to sing once again, Baba Yetu? Yeah.